So, meine lieben Freunde, ich begrüße euch. Also ich muss eindeutig noch an der Begrüßung arbeiten. Ich begrüße euch ganz herzlich zum sechsten Teil? Sechsten Part von Star Wars Knights of the Old Republic 2. The Sith Lords. Als letztes sind wir hier draußen vor dem Asteroiden rumgewandert. Eine schöne Wanderung unter Sternenhimmel und jetzt muss ich kurz überlegen, wie das Schiff heißt. Sehen wir nicht mehr. Also auf jeden Fall das Schiff von diesem Sith Lord, was man ja in dieser kurzen Cutscene gesehen hat, hat hier angedockt. Also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das ein Sith Lord ist, beziehungsweise ich glaube, ich weiß es noch von damals, wo ich das Spiel ja gespielt habe. Und ja, schauen wir mal, wie sich die ganze Geschichte hier entwickelt. Okay. Wir machen mit denen mal kurz einen Prozess. Eine Granate. Ich möchte mich nicht ewig mit denen rumschlagen. Okay, hier gibt es nichts. Ah doch, man hätte die... ein Plasmabrenner. Was haben wir noch? Dum, 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 dum. Ein Reparaturkit. Oh, ganz klar. Machen wir das so und so. Oh, wir sind Levelaufstieg. Ein Datapad. Mal gucken, was da drin steht. Jetzt sind die Feuerlöschsysteme aktiv und ich komme nicht mehr in den Schlafsaal. Ich habe gesehen, wie die Geschütze Marban mit ihrem Carbonitstrahl eingefroren haben. Jetzt... warte, wo war ich gewesen? Bevor ihr den Raum durchqueren konnte. Zum Glück scheint ihr Reichweite begrenzt zu sein. Im Korridor bin ich also sicher. Aber ich habe keine Fernwaffe, um sie von hier aus zu zerstören. Und ich habe auch keinen Tarnfeldgenerator, mit dem ich mich in dem Raum schleichen kann. Ich habe versucht, die Tür des Lagerraums zu öffnen, um dort etwas gegen die Kälte oder Granaten zu suchen. Aber die Tür ist verrammelt. Verrammelt, okay. Ich weiß zu wenig über Sicherheitssysteme, um sie zu öffnen, und ich habe keine Schallminen. Damit könnte ich die Tür aufsprengen. Anscheinend hat er es nicht geschafft. Nochmal schnell gucken wegen Levelaufstieg. Attribute, wir gehen wieder ein bisschen auf Stärke und auf Intelligenz. Oh, wir haben noch einen Punkt. Gehen wir ein bisschen auf Intelligenz. Gut, Fähigkeiten. Sprengstoff. Was war das gewesen? Bei der Werkbank haben wir gesehen, dass wir gewisse Attribute brauchen, um Teile herstellen zu können. Ich gehe weiter auf Überreden, ist mir egal. Überreden und ein bisschen Sprengstoff kann auch nicht schaden. Ich habe noch einen Punkt. Tarnung, Bewusstsein, Reparieren, Sicherheit. Sicherheit. Ich habe doch noch einen Punkt. Verletzte heilen. Machen wir es halt so. Neue Fähigkeiten. Komm, ich mache jetzt mal. Dank der Macht kann sich der Jedi 36 Sekunden lang mit doppelter Geschwindigkeit bewegen. Annehmen. Super. Ah, die Fähigkeit habe ich jetzt dann hier drin und kann sie dann auch benutzen. Da ist diese Sicherheitstür, die wir aufsprengen können. Hätte ich wahrscheinlich, ich glaube, ein bisschen höher... Hatte die jetzt nicht gelegt. Hätte ich wahrscheinlich ein bisschen länger... Fähigkeit zu niedrig. Ich muss noch ein bisschen auf die Zeit gucken, dass ich so ein bisschen im Überblick habe, wie lange ich hier aufnehme. Schade, jetzt komme ich da nicht rein. Naja, sei es drum. Aha. Auf geht's. Oh, da ist noch einer. Minen, Leichname. Oh, hier kann man nicht alles plündern, was geht. Oh, ist das heiß heute. Ich werde heute auch übrigens nur ein einziges Let's Play aufnehmen. Also nicht wieder wie das letzte Mal, also drei Let's Player an einem drei Let's Plays an einem Stück. Und das da mittendrin so cutten, weil ich noch Magica gern weiter Let's Playen würde. Da mache ich auch noch eins heute. Genau. Aber keine Angst, ich werde auf jeden Fall beide Projekte vorerst fortführen.
Dafür gefallen mir beide Spiele einfach zu gut. Also es hängt ein bisschen, merke ich, wenn mehr Aktion da ist. Das liegt aber dran, dass ich im Hintergrund wieder mal am Rendern bin. Hauptkonsole reparieren. Zugriff auf Kamera, Zugriff auf Kommunikation. Im Schlafsaal. Zugriff auf Übersicht, Schlag. Notfallregelung im Schlafraum beenden. Also ich kann mich echt erinnern, als ich das Spiel gespielt habe, ich war da... Oh, lass mich lügen. 12, 13 Jahre alt. Und das war echt übelst schwer. Also wirklich, das war mega schwer gewesen. Ja. Vor allem mit diesen Konsolen und so umzugehen. Also als kleiner... Ja, ich denke, ich war da 13, 14 Jahre alt. So ungefähr. Vor allem, ich habe wahrscheinlich... Ich glaube, ich habe da ewig gebraucht, bis ich mal... Bis ich hier von diesem Asteroiden unten war. Und letzten Endes ist es eigentlich gar nicht so schwierig. Aber ich habe da sicher, glaube ich, eine Woche gebraucht. Und das war ein riesiges Highlight gewesen. Oh, Giftgase. Plasmabrenner. Kann ich die von der Konsole aus reparieren? Konsole-Komponenten entnehmen. Ich kann den Komponenten entnehmen, aber... Ach, weißt du was? Wir machen das schnell trotzdem. Energieschild-Credits. Okay. Vor allem, das Spiel startet relativ einsam hier auf diesem Planeten, auf diesem Asteroiden. Aber das ändert sich auf jeden Fall noch. Das ändert sich auf jeden Fall noch. Ah, die kann ich öffnen. Sehr schön. Ich bin aber immer noch vergeben. Nicht? Fähigkeit zu niedrig. Och, Leute. Was ist denn das nochmal für eine Fähigkeit? Ich muss die unbedingt skillen ein bisschen, dass ich die Türen aufkriege. Ah. Dieses Hololog sieht aus, als müsste man es in ein Hololesegerät stecken, um den Inhalt abzuspielen. Vor allem, ich glaube, in diesem Spiel sind extrem viele versteckte Sachen. Also man kann das Spiel einfach durchspielen oder man kann sich halt auch wirklich ein bisschen so die Welt erkunden. Kann ich das aufbrechen? Ja. Ich muss ja nicht immer gerade alle Schallminen hier verschwenden. Wann habe ich denn aufgefangen aufzunehmen? Sag doch mal. 10 Minuten? Ja, ich denke ungefähr. Haben wir eigentlich ein begrenztes Inventar? Das frage ich mich. Ich glaube nicht. Okay. Oh, der hat viel. Credits, bla bla bla, dies, das, hast denn nicht gesehen, das alles. Oh, was ist das denn? Müll. Vorarbeiterlog, annehmen. Dieser Log... Ah, ein Hololesegerät. Wo finden wir denn so ein Hololesegerät? Hololesegerät, ein Plasmabrenner? Ja, brechen wir wieder mal auf. Es kann sich nur um Tage handeln. Wenn ich jetzt ganz hobbylos bin, tue ich beim Schneiden hier von SpongeBob dieses 20 Minuten später einfügen. Vielleicht mache ich es, vielleicht mache ich es nicht. So. Ich glaube, ich werde es machen. Defektes Holo-Terminal. Ja. Oh, komm, ist gut jetzt. Ich glaube, ich muss mir noch eine Machtfähigkeit aneignen, womit ich mich heilen kann. Aber erstmal ein Medikit. Was haben wir denn hier? Schon wieder so. Kommt mir nicht so vor, da werden die Gegner langsam, aber sicher stärker. Ja, die Droiden werden einfach größer. Oh, Übertragung prüfen. Doc auf das Hololog eingeben. Suche nach Holodisplay. Nein. Auch nicht. Intelligenz. Sieht wie ein Militärcode aus, wenn ich die Referenz will. Oh. Was ist das denn? Die Minenkonsole sendet immer wieder eine Zahlensequenz. Offenbar ein militärischer Code. Die Symbole sind... Okay. Eben, das meine ich. Also, ich glaube, hier sind recht viele versteckte Sachen. Ja, genau, jetzt wieder das halt. Vielleicht hilft uns dieser Code später noch weiter.
Vielleicht können wir damit noch irgendwas entdecken. Ich habe noch einen Tagebucheintrag. Du hast die Leiche des Verwaltungsoffiziers gefunden. Er hatte einen Hololog bei sich, das die Codes für den Hangar enthalten könnte. Jetzt brauchst du nur noch ein Lesegerät. Sind diese Hangar-Codes nicht im Log enthalten, musst du einen anderen Weg finden, um die Energiefelder im Treibstoffdepot zu umgehen und die Ebon Hawk zu erreichen. Also, erstmal schauen, ob wir jetzt so ein Holo-Lesegerät finden und zu schauen, ob da die Codes auf diesem Holo-Gerät, auf dem Holo sind. Wenn nicht, müssen wir halt einen anderen Weg zu unserem Raumschiff finden. Ah, das schaffen wir schon, das schaffen wir schon. Da bin ich optimistisch. Okay, nein, warte. So, nehmen Plasma-Brenner. Ah, okay, machen wir mal. Der erste Schlag tut einfach mal die Hälfte der Leben abziehen und die anderen Schläge vielleicht zu 5%. Wo ist da die Logik? Okay. Ein kritischer Treffer bei einer Truhe wahrscheinlich. Nehmen. Da ist wieder nichts. Müll auch nicht. Oh. Das war der Offizier gewesen, wenn ich richtig gelesen habe. Können wir diese Tür sprengen? Oh ja, das geht. Ja, was denn jetzt? Fähigkeit zu niedrig. Och, kommt Leute. Wahrscheinlich Fähigkeit Sprengstoff, wo ich das skillen muss. Ich gehe mal davon aus. Auch cool, hier diese ganzen Leichen zu untersuchen. Haufenweise Stuff und ey, ich kipp gleich um. Und noch eins. Gut, das sollte reichen fürs Erste. Das ist nicht zufällig ein... Damit kann ich nicht die Holos lesen, oder? Nein. Okay, dann ziehen wir mal genüsslich unseren Weg weiter. Oh, diese Fliegedinger, die hasse ich. Verfehlt. Dein Ernst jetzt? Los. Sehr schön. Hier. Was haben wir da hinten noch? Ist okay, der ist ja noch weit, weit entfernt. Die machen aber auch einen Krach, die Viecher. Da hinten ist noch einer. Ja. Aggressiv. Korta. Okay. Minenarbeiter-Log. Dieses... Ah, ja. Ein Lesegerät. Ja, komm, Konsole zerstören. Und die Tür gewaltsam öffnen. Den neuen Tagebucheintrag. Dann schauen wir doch mal schnell nach. Pegasus 2. Du hast die Leiche des Verwaltungsoffiziers gefunden. Er hat den... Habe ich das jetzt nicht schon gelesen? Ja, das habe ich schon gelesen. An mich nehmen. Ah, Pegasus Verwaltungsebene. Ich schaue erstmal, bevor ich jetzt schon wieder die Ebene wechsle, sonst gibt es ein Riesendurcheinander, dass ich hier unten alles habe, was ich brauche. Weil hier gibt es auch über 1 Million Räume, habe ich das Gefühl. Ja, 1000 Leichen. Also ich bin mal gespannt, wenn wir auf dem... Wenn wir hier wegkommen und wir das ganze Zeug verkaufen können, was wir dafür bekommen. Das ist doch sicher ein halbes Vermögen. Also schauen wir doch mal hier, was in diesem...
Aha. Eigentlich nichts großartig Besonderes. Aber darum geht's ja gar nicht. Eine Atemmaske, ein Datapad. Schon wieder eins. Ah, die müssen das Lüftungssystem reparieren. Wenn die Nahrungsprozessoren wieder funktionieren und die Dämpfe des nächsten Mal durch die Kantine waben, wäre ich lieber tot, als den Gestank zu ertragen. Ich werde die Gasmaske behalten, falls sich dieser Zwischenfall wiederholt. Ah gut, jetzt haben wir eine Gasmaske wegen irgendwelchen giftigen Gasen. Die hätte ich vorhin gebrauchen können, wo diese ganzen Gase gewesen sind. Und nicht erst jetzt, es sei denn, wir können sie noch gebrauchen. Aber gut. Lass mal. Wähle das erste Symbol. Ah. Oh, es sieht ja ganz, als wäre immer auf Droge. Aber gut. War wahrscheinlich wieder Fähigkeit zu... Ja, ich hab's doch gewusst. Und hierfür reicht's auch nicht. Ja. Wieso kann ich die Tür aufbrechen, wenn ich sie aufbrechen kann? Nee, geht nicht. Ich treffe hier, aber es macht keinen Schaden. Kampfmodus, da stand oben was. Gut, dann werde ich... Dann denke ich mal, müssen wir... Habe ich die noch nicht geplündert hier? Nö. Der Sicherheitsdienst hat uns heute wieder einen Vortrag über Schmuggler gehalten. Aber nachdem der Typ bis jetzt unsere Quartiere noch nicht durchsuchen... Was durchsuchen müssen, meine Lage an der unteren Koryo meiner Stube ist der Strafraum sicher sein. Man findet es nur, wenn man danach sucht. Okay. Also der hat irgendwas versteckt. Die noch nicht durchsuchen müssen, mein Lager. Der unteren Koryo meiner Stube. Wahrscheinlich habe ich das doch schon längst. Ich gehe jetzt echt mal davon aus, weil ich möchte jetzt nicht nochmal alles zurücklaufen. Ich glaube nicht, dass sich da jetzt irgendein Laserschwert oder so befindet. Also, Verwaltungsebene. Notfallregelung deaktivieren. Die kennen wir doch irgendwoher. Ich habe eine Störung gespürt. Unser Feind ist hier. Okay. Wir müssen sofort aufbrechen. Das ist anscheinend dieser Sith Lord. Wir? Hier gibt es kein Wir. Wir müssen diese Sache gemeinsam durchstehen. Ja, wir beide. Was mich beeinflusst, beeinflusst auch euch. Wir müssen gemeinsam handeln. Okay. Sonst ist alles verloren. Ich lasse mich nicht von einer alten Wettel aufhalten. Ich reise allein. Ihr seid seit dem Ende der Mandalorianischen Kriege allein gereist. Aber diese Zeit der Besinnung ist jetzt vorbei. Und wenn ihr nichts anderes als euch und eure Bedürfnisse seht, solltet ihr wissen, dass nur ich auf den Navigationscomputer der Ebon Hawk zugreifen kann. Ja, komm, die Ohne liegt doch. Ohne ihn sind wir hier beide gefangen. Ich habe immer noch meinen Super-Druiden T3, der macht das doch. Sobald wir hier weg sind, werde ich euch auf einen netten kleinen Asteroiden absetzen. Wir müssen uns zum Dock auf dieser Ebene einfach keine Antwort mehr drauf. Ich fürchte, die Luftschleuse wurde bereits geöffnet. Okay. Wir müssen aufpassen. Wenn wir die Ebon Hawk nicht erreichen können, müssen wir mit dem Schiff entkommen, das hier angelegt hat. Corey hat sich einer Gruppe angeschlossen. Deiner aktiven Gruppe. Okay. Ah, ich höre. Die alte ist, ich mache da automatisch ein Level. Obwohl. Levelaufstieg, Attribute. Stärke hat sie. Ja, komm. Fähigkeiten, genau. Die soll zum Heilen, soll die da sein. Achso, ich muss da. Ah, abbrechen. Fähigkeiten. Ich habe ja noch... Ach, egal. Okay, die hat anscheinend auch Machtfähigkeiten. Gut, dann soll die erstmal auch hier so Machtplätze und so bekommen. Okay. Also, die hat sich meiner Gruppe angeschlossen, die alte. Gut, Harbinger heißt das Schiff, was hier angekommen ist. Ich wusste ja erstmal vorhin nicht, wie das heißt. Oh, wir sind wieder ganz am Anfang. Und als das Schiff angekommen ist, hat sich ja so eine Luftschleuse verbunden mit dem Asteroidenstation, auf der wir uns befinden. Okay. Und ich denke mal, dass wir durch diese Luftschleuse hinein müssen. Ha. Eben, wie gesagt, ich denke, dass wir über diese Luftschleuse in das Schiff rein müssen. Jetzt müssen wir zu unserem lieben Freund Aton. Was ist hier los? Wer ist das? Noch ein Jedi?
Habt ihr euch heimlich vermehrt, als ich nicht hingesehen habe? Ja, ich mit dieser Alten, ganz bestimmt. Schweigt und geht mir aus dem Weg, Atten. Okay. Ich schätze, auf dem Schiff, das eben angedockt hat, sind keine Freunde von euch, oder? Ich hoffe, eure Vorliebe zu untertreiben wird von euren Schießkünsten mit einem Blaster kompensiert. Andernfalls wird unsere gemeinsame Zeit von kurzer Dauer sein. Ja, im Weglaufen und Saufen bin ich übrigens auch spitze, Eure Majestät. Auch wenn ihr beide keine Freunde der Republik seid. Wir kommen hier nur mit diesem Kriegsschiff weg. Atten hat sich eingeschlossen, okay. Gut, dass der Weg zum Schiff frei ist. Oh, der schon wieder. Ich habe mich wohl unklar ausgedrückt, Meister. Ich hatte vorgeschlagen, Sie schalten sich ab, bleiben hier und warten auf Ihre Rettung. Nach all dem Morden ist Retten wohl kaum das passende Wort. Nein, du hast dich deutlich ausgedrückt, aber ich höre nicht auf Killer-Droiden. Klarstellung. Killer-Droide ist ein hartes Wort, Meister. Es passt eher zu Edelstahldrohnen, denen nur einfachste Tötungsprogramme aufgespielt wurden. Ich dagegen erfülle eine Funktion, die man als mutwilliges Morden bezeichnen könnte. So kann man sich auch rausreden. Ich betrachte meine Arbeit als Kommunikationserleichterung, die in der Terminierung feindseliger Subjekte mündet. Ich bin es leid, dir zuzuhören. Ich werde dich jetzt verschrotten. Also macht euch bereit zum Kämpfen. Also gut, Meister. Wenn Schmerz die einzige Möglichkeit ist, sie zu überzeugen, bleibt mir wohl keine andere Wahl. Als ob du eine Chance gegen uns drei hättest. Okay. Scheiße. Ich mach's einfach, wie immer. Los. Boah, ist das laut. Was ist passiert? Der Atten ist gestorben. Das wird uns nicht lange aufhalten. Ja, ist gut. Ich hab noch mehr davon im Angebot. Ich bin ganz tot. Medikit. Oh, war das knapp. Ja? Systeme werden abgeschaltet, Meister. Oh mein Gott. Wenn man hier stirbt, muss man nämlich beim letzten Punkt, wo man abgespeichert hat, wieder starten. Sag einfach Bescheid. Automatischen Levelaufstieg. Ich mach das jetzt ganz einfach. So, Chef. Klicke auf das Porträt. Ach so, musste man das machen. Okay. Gut, der ist down. Gut, meine lieben Freunde. Ich würde sagen, wir beenden jetzt hier unser Let's Play. Was gibt es? Schauen wir mal kurz, ob die noch irgendwelche Fähigkeiten hat. Irgendwie heilen? Nee. Also wie gesagt, wir beenden jetzt an dieser Stelle dieses Let's Play. Ja, war wieder eine coole Runde gewesen und beim nächsten Part begeben wir uns auf die Harbinger. Und wer weiß, vielleicht begegnen wir einen Sith Lord. Und bis dahin, haut rein. Macht's gut. Ciao.